So, jawohl. Das hätten wir. Das ist er auch, Takeo. Und das bleibt er auch. Die Geschichte von Sebastian ist aber echt spannend. Deswegen werde ich da nicht zu viel vorwegnehmen. Und wir werden das im Laufe des Spiels noch herausfinden. So, genau, wir hatten doch, da wir uns ja jetzt hier frei bewegen können, hier haben wir noch einen Schlüssel. Und ich bilde mir ein, zu wissen, wo der hin will, genau. Ich weiß tatsächlich, wo er hin will. Sodele. Und dann hätten wir die nächste Hausmarke. Gut, gut, gut. Regie. Ansonsten habe ich hier drin ja schon gut rumgewütet. Das heißt, das, ja, genau, das heißt, das Wichtigste hier drin haben wir. Ach so, ja, die können wir uns natürlich noch schnell holen. Jetzt ist die verbotene Abteilung hier offen. So, jetzt. Ja gut, hat sich jetzt nicht so richtig rentiert, aber was soll's. Ich muss mal wieder nach Hogsmeade, fällt mir dabei auf, und muss ein bisschen Plunder loswerden. Den machen wir dann halt am besten zu Geld. Dann rentiert sich das am meisten. Ja, weil wir sind auch schon wieder voll mit dem Handschuhpaar, das wir gerade gefunden haben. Das ist natürlich nicht so praktisch. Wir müssen als nächstes wieder zu Professor Fig und ihm das Buch zeigen. Genau, das machen wir dann. Sind wir auch schon ganz gut dabei. Aber ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz einen Abstecher nach Hogsmeade. Und ich gehe mal ein bisschen Gerümpel verkaufen. Können ja mal hier gucken. Im Klamottenladen. Vielleicht hat der ja gerade was Schönes, was mir gut gefällt. Ich gebe für nichts lieber Geld aus als für Klamotten, weil ich so ein Fashion-Fuzzi bin. Deswegen, ja, mal schauen, vielleicht hat der ja was. Kommen So. Sie rein Ach und sehen so, Sie sich um. hier ist auch noch so eine Noch Truhe nichts mit mit klebrigen einem Fingern. Auge. Das heißt, wir können hier auch nochmal ein bisschen Geld abholen. Das lohnt sich natürlich auch. Ja, schon. Also ich glaube, Eva, dass ich jemand bin, der sehr auf sein Äußeres achtet und der sich sehr schnell wegen seines Äußeren auch unwohl fühlen kann. Deswegen ja, schon. Ist auch in der Realität so ein Thema. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Falls ich So, es weg nicht bemerkt habe, damit. schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, alles gut. Es wird noch ein paar Mal passieren, dass ich bei dir Gerümpel loswerden möchte. So, was haben wir denn Schönes? Das Adrettes Ensemble sieht interessant aus, reizt mich jetzt aber noch nicht so. Wir können auf jeden Fall mal gucken, wenn der goldenen Stuff hat, der besser ist als unser Gedöns. Man hatte in dem Spiel genug Sie werden nicht Gold. Also enttäuscht im sein, das ist Prinzip, Besenknechts Versprechen. ich hatte in all meinen Runs bisher noch nicht einmal Geldprobleme. Deswegen bin ich damit auch relativ großzügig. Es gibt hier tatsächlich nur eine Währung, was ich unsagbar angenehm finde. Ich hasse es, wenn Spiele so Währung spammen und man für alles mögliche unterschiedliche Währung braucht. Das ist so. Es reicht, wenn ich eine Sache grinden muss. Sie werden nicht enttäuscht sein, das ist Besenknechts Versprechen. So, sehr schön. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. So. Genau, dann haben wir hier einmal das da. Sieht immer ein bisschen abgefahren aus, aber funktioniert sehr gut. Wir haben diesen Schal. Das ist, dann haben wir es. Nee, ich will den vorne. Genau, ja, so, sehr schön. Aber gut, habe ich. Dann kann ich nochmal gucken, ob ich eine bessere Dingsbums finde. Wir haben Weil heute grün ist halt viele echt Waren. Müll. Lassen Sie sich Zeit. 18 blau, nee. Die goldene ist ein bisschen schlechter. Sehr schade eigentlich. Graues Reisegewand. 26. Ich glaube, das grüne Ding, das wir gerade tragen, hat 28, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, wenn das alles schlechter ist.
Das düstere Gewand ist aber noch interessant von der Optik her. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknecht. Das kaufe ich mal wegen des Skins. Und dann schauen wir uns das mal an und blenden kurz den Umhang aus, damit wir uns das Gedöns hier anschauen können. Jo. Das ist auch so ein, das ist so schlimm, das Teil hier. Aber das ist diese, das ist auch eines von den Twitch-Loot-Sachen. Ich habe ja den ein paar Streams geguckt, damit ich diese Twitch-Loot-Skins da freischalten kann. Und das hier finde ich eigentlich echt cool. Das ist das DLC-Gewand, also Ensemble der dunklen Künste. Das gefällt mir eigentlich echt gut. Ich trage es nur meistens nicht so lange. Weil irgendwie will man seine Hausfarben immer nicht ganz aufgeben. Das ist auch witzig, diese legeren Geschichten hier mit der offenen Weste und der Krawatte. Die Krawatte hat echt schöne Farben, meine Güte. Gefällt mir echt gut. Meistens hatte ich dann, also gegen Ende hatte ich dann meistens irgendwie nur noch einen Schal oder so, wie hier, wo dann das Hauswappen und die Hausfarben drauf sind. Aber meistens gefallen mir halt die Skins, die nicht ans Haus angelehnt sind, besser. Aber ja, können wir mal hier und dann können wir ganz kurz gucken. Weil diese Umhänge zum Beispiel sind ja alle offen, das heißt, also die haben riesige Clipping-Probleme. Diese Umhänge, deswegen trage ich die auch nie, diese Schulumhänge. Entweder trage ich Umhänge, die zu sind, weil dann klippen sie hinten nicht ganz so schlimm. Der hier funktioniert auch meistens ganz gut. Das ist der zu dem Outfit, das ich gerade gezeigt habe. Das ist, ja, nee. Aber alles, was offen ist, trage ich nicht gerne, weil es klippt halt wie Sau rum und das ist nervig. So, Delle. Achso, jetzt können wir ja vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Ne, den Bums, den ich gerade gekauft habe, direkt wieder verkaufen. Weil den habe ich ja nur für den Skin gekauft. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. So, das hätten wir. Sehr schön. Jetzt können wir auch direkt nochmal gucken, weil wir haben ja jetzt den Desillusionierungszauber. Apropos, da fliegt eine Seite rum. Und hier gibt es noch einige Kisten mit Auge. Und die geben Galleonen. Und Galleonen kann man nicht zu viel haben. Diesen Weg solltest du doch meiden. Miss Peck von Schnabel und so. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Rivelio. Da ist noch eine da hinten. Genau. Jedes Mal 500 Galleonen, das ist schon ordentlich. Ich würde auch echt gerne mal 500 Galleonen einfach irgendwo auf der Straße finden. Beziehungsweise Euro. Das hätte schon was. So, genau. Wir haben auf jeden Fall da hinten bei der Brücke noch eine Augenkiste. Bei der da hinten. Flussufer, genau. Nee, das ist noch eine weiter, oder? Das ist die ganz da hinten. Das ist die erste von den zweien. Genau, und die Kiste, die ich meine, ist da hinten. Auf dem Friedhof ist auch eine. Da leuchtet sie auch schon. Der Friedhof ist, wenn du Gryffindor spielst, etwas relevanter. Denn hier findet die Hausquest für Gryffindors statt. Wie gesagt. Auch wenn ihr hier bei mir guckt, ihr habt immer noch drei Gründe mindestens, um das Spiel selber zu spielen. Und das sind Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor und Slytherin. Die anderen Häuser nämlich. So. Mal da bitte irgendwie... Jawohl. Aua. So. Rebellion. Genau, da oben haben wir nur noch ein Schloss. Und die ganzen Schlösser kümmern wir uns später, wenn wir dann irgendwann mal alle Wege nach Hogsmeade. Alohomora haben. Da hinten leuchtet noch so eine Augenkiste. Einmal da rum. So, später können wir auch rennen mit der Tarnung, wenn wir das geskillt haben. Am Anfang ist es noch ein bisschen... Aber das wird besser. Rivelio.
Genau. Müssten wir von denen bald eigentlich... Achso. Ah. Da fällt mir noch was, noch eine ein. Die ich mitnehmen... Na komm schon, du kannst doch da durchspringen. Oder nicht? Junge. So. Genau. Wir haben da hinten... Da fliegt doch noch eine Seite rum. Die wir uns schnappen. Und dann haben wir da hinten noch eine Truhe. Und dann haben wir schon wieder ganz gut... Da oben ist noch eine. Deswegen sage ich, am Anfang kann man relativ straight spielen, weil man kriegt über die Geschichte ganz am Anfang so viel wichtige Sachen, mit denen man dann später Zeug sammeln kann, dass manche Dinge sich einfach vorher nicht lohnen zu machen. Später wird es ein bisschen anders, weil dann kann man, wenn man alles Notwendige hat, dann fängt man irgendwie an, überall erstmal nach Zeug zu suchen. Und meistens rentiert sich das halt auch, weil das ganz gut Erfahrung bringen kann. Gerade solange man die Herausforderungen noch hat, die man abschließen muss. So, das sollten wir jetzt aber soweit haben. Weil dann können wir gleich zurück zu Professor Fig und ihm das Buch geben. Ich weiß gar nicht, ich glaube hier... Da oben ist doch so eine Kiste. Ich weiß hier bei den drei Besen immer nicht so genau, weil da gibt es halt auch ein Schloss, wo man dann erst später hin kann. Davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Das hat Eindruck hinterlassen. Sirona! Ich mag Sirona. So. Nee, wir wollten nochmal gucken, ob da oben noch Zeug ist, weil da hat ein bisschen was geleuchtet, als ich Revelio gedrückt habe. Was so ziemlich... Also ich glaube, das ist die... Ich glaube, die Revelio-Taste wird in Hogwarts Legacy öfter gedrückt als die W-Taste. Revelio. Genau, wir können hier noch eins hoch. Genau, hier ist das Schloss, das heißt, wir können dann nicht mehr eins hoch. Das heißt, es ist tatsächlich hinter dem Schloss, das heißt, da müssen wir später nochmal wiederkommen. Ist in Ordnung, ich wollte mich nur vergewissern, dass dem auch tatsächlich so ist. Ja, dann müssten wir hier das Notwendige erstmal haben. Mit den Kisten sind wir jetzt auch wieder ganz gut auf einen ordentlichen Betrag gekommen. Oh, da ist eine... Was ist denn da? Herausforderung? Ah, Handbuchseiten. Ja. Siehst du, mit der Sammlung für Hogsmeade bin ich schon fertig. Es gibt da zwar jetzt noch Seiten, aber man kriegt dafür halt nichts mehr, weil die Sammlung abgeschlossen ist. Ich sage, das geht relativ schnell. 40 ist in Hogwarts Legacy das Maximallevel. Und Hogwarts Legacy ist so konzipiert, Stufe 40 ist wirklich nur erreichbar, wenn du alles gemacht hast. Das heißt, du erreichst Stufe 40 gleichzeitig, wenn hier 100% steht. Das ist tatsächlich sehr, ja. man hat sehr viel zu tun. Und da es dafür ein Achievement gibt, ist das wichtig für die 100% Achievements. Das heißt, man muss alles von dem Spiel gemacht und gesehen haben, um das zu schaffen. Ganz, also eigentlich ganz nett, dass einen die Achievements tatsächlich mal dazu verleiten, irgendwie das ganze Spiel komplett durchzuspielen. Bisher hatte ich aber nicht so richtig die Motivation. So. Genau, jetzt müssten wir fertig sein. Das heißt, wir verlassen Hogsmeade und gehen zurück zu Professor Fig. So, da kommen wir auch schön direkt vor seiner Tür raus. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Professor Sharp. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren.
Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Professor Sharp Magich, unser Lehrer für Zaubertränke und ehemaliger Auror, ist ein bisschen streng, hat aber eine sehr angenehme Ausstrahlung. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erstmal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Ich liebe den Mann. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. So einen Lehrer hätte ich auch gern gehabt. Oh, ich glaube, wir lernen gleich Professor Garlic kennen. Ui, ui, ui. Nun denn, schauen wir mal auf unsere Liste. Ah, siehst du noch, haben wir gar nichts aktualisiert. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen rumlatschen. Ja. Ich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Oistlorn, Nati. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schul-Champion zu finden. Das machen wir. Den üblichen Ort für die Finalrunde von gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Das machen wir auf jeden Fall. So, genau. Jetzt geht's das erste Mal, dass wir eine Quest haben, die weder in Hogsmeade noch in Hogwarts liegt. Nämlich einfach irgendwo in der Weltgeschichte. Und zwar... Alter. Eskalation mit Aufträgen, ist klar. Und zwar... haben wir jetzt das erste Mal eine Aufgabe hier unten. Und das ist interessant, das werden wir auch relativ zeitnah machen. Denn im Rahmen dieser Aufgabe mit Nati hier unten schalten wir dann die Prüfungen des Merlin frei und diese erweitern dann als Belohnung unser Inventar. Und ja, wie ihr gesehen habt, das ist durchaus nicht ganz irrelevant. Die Professoren Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Jawohl, Professor Hackett, so machen wir das. So, aber erstmal auf jeden Fall die gekreuzten Stäbe. Ein bisschen Action kann nicht schaden. Und wir werden neuer Schul-Champion. Yippie! Weil, ist ja klar, dass wir das gewinnen, ne? Also, ihr wisst schon. Anmarsch.
So, ich überlege, ob ich die Finalrunde dann vielleicht alleine kämpfe. Also ohne Begleitung. Damit es da auch keinen Zweifel gibt. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Na, Logo. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Nein. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Muss man ein bisschen vorsichtiger spielen, aber... Diesen Sieg werden wir auskosten. Nicht unmachbar. Ja, recht so. Genau, jetzt kommen rote Schilde noch dazu. Ups. Ups, falsche Taste. Egal, ich kann auch unsichtbar kämpfen, kein Problem. Gut, dass ich nicht gewettet habe. Ja, für alleine ganz okay. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen. Das ist eine Ehre, ich hatte Glück, ich bin noch nicht fertig. Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. So, und von diesen Abzeichen haben wir tatsächlich auch was? Denn dieses Abzeichen ist eigentlich ein Gewand, aber ich glaube, ich bin zu früh im Menü. Ich hätte noch einen Moment warten müssen, bis... Genau, da oben ist es. Mir schneller gedacht als das Spiel. Das ist nämlich das hier. Das Gewand des Gewand des Champions der gekreuzten Stäbe. Ist halt auch gar nicht mal so uncool tatsächlich. Da passt aber halt auch immer nicht so wirklich ein Umhang dazu. Wir können das ja mal. Ne? Und jetzt müssen wir mal. Jetzt machen wir das mit der Puppe noch. Die letzte Runde. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Mhm. Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ist jetzt tatsächlich etwas komplizierter als beim letzten Mal. Akio. Incendio. Legion. Das noch nicht. Ausgezeichnet. Man muss sich ja steigern können. So, und jetzt haben wir den. 1, 2, 3. Im Zentrum. Gut so. Na komm, lade. Danke. Im Zentrum. Leviosum. Na komm. Akio. Boah. Sehr schön. Danke. Schön, dass wir uns einig sind. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiterübst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben. Jawohl. Leider war es das schon mit den gekreuzten Stäben. Das war der letzte Akt hier. Schade, dass es nur so ein
Early-Game-Event ist. Das hätte ich gerne ein bisschen weitergemacht und gerne so einen Duellierclub ein bisschen langfristiger aufgezogen gesehen. Also, dass der ein bisschen länger geht. Aber leider war es das schon. Rebellion. Aber gut, wir duellieren uns in dem Spiel ja auch genug. Ich denke nicht, dass da Langeweile aufkommen wird. So. Wir müssen ausweichen. Um Expelliarmus zu lernen. Noch 9 Angriffen insgesamt. Wir können vorher auch noch Kräuterkunde besuchen. Das sollten wir tatsächlich machen. Und dann im Rahmen der Quest mit Nutty können wir dann das Ausweichgedöns machen, um Professor Hackets Aufgabe abzuschließen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass wir Professor Garlic kennenlernen. Das heißt, wir machen Runde Kräuterkunde. Da waren wir auch schon ein paar Mal. Neue Skins freigeschalten, gerade über die Herausforderungen. Nicht N, sondern M bitte. Und hopp. Garlic wie Knoblauch, tatsächlich, ja. Ganz genau. Genau so. So sieht sie aber tatsächlich nicht aus. Lasst euch einfach überraschen. Guten Morgen, Professor Garlic. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora, Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio! Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. So sieht Spaß bei der Arbeit aus. Werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Alles klar. Oh, Diptam. Wo greife wohl knöterig mit? Revelio. Das ist draußen. Okay. Oh, aber da ist Malvenkraut. Her damit. Malvenkraut werden wir auch noch sehr viel brauchen. Das braucht man für die Prüfungen Merlins. So, dann erzähl mal. Ihr Vorname ist übrigens Mirabel. Ja. Irgendwie trotzdem putzig. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich wäre fast top geworden, es hat Spaß gemacht. Ach, das ist so eine schöne Anspielung auf Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
Das hat Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie das auch. Von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. So, alles klar. Wie kann ich mein